ein ziemlich weitläufiges Gebiet hier. Also nicht, dass es mich jetzt stören würde. Ganz im Gegenteil. Gefällt mir. Aber auch ein Fest für Leute, die sich gerne mal verlaufen. So. Er ist jetzt gebufft. Ich muss aufpassen. So, aber das Buffen hat ihm nichts gebracht. Okay. Ja, dem Zauberfuzzi, da weiche ich einfach aus. Oh Gott. Oh Gott. Was hier noch alles zu erkunden gibt, ey. Aber ich habe fast die Vermutung, dass das hier nichts weiter ist als ein riesen Irrgarten, wo man irgendwann einfach nur den richtigen Weg finden muss. Ich habe fast die Vermutung, hier gibt es eigentlich gar nichts zu finden. Außer irgendwann den richtigen Weg. So, das hat man in sehr vielen Rollenspielen, aber diese nervigen Level, das sind die Level, in denen man sich einfach nur durch Scharen Gegner kämpft und am Ende nichts weiter gewinnen kann, als die Erkenntnis, jetzt den richtigen Pfad gelaufen zu sein. Um das Ganze mal ein bisschen philosophischer auszudrücken. Lügner. Ah ja, eine Mimikry. Hallo, Mimikry! Oh, doch nicht. Du bist keine Mimikry. Pass auf, Truhe. Ich hab draufgehauen. Nö, du bist eine echte Truhe. Das ist interessant. Da wollte uns jemand veräppeln. Funkeltitanit. Sehr gut, wir können was aufwerten. Ja, immerhin. Ein kleines Item haben wir bekommen. Etwas Funkeltitanit da draußen ist nochmal Praise the Sun. Also alles tutti hier. Hab eh schon das Gefühl, dass ich hier im Kreis laufe. Sieht alles gleich aus hier. Im Archiv des Herzogs. Echt, das sieht wirklich so aus wie da, wo wir vorhin schon waren. Ja klar, hier waren wir auch vorhin. Da haben wir gegen Sief gekämpft. Hier waren wir vorhin auch. Klar, hier draußen haben wir uns das Zeug geholt. Muss ich jetzt wirklich den ganzen Weg nochmal? Habe ich dann vielleicht eine Chance gegen ihn? Nochmal ein gerades Kristallschwert. Auf jeden Fall nicht auf dieser Ebene hier. Hier gab es nur das Funkeltitanit und die Erkenntnis, dass wir hier draußen schon mal waren. Ja, Praise the Sun und so. Interessant. Ich bin nochmal gespannt, ob ich den nächsten Boss, der dann wahrscheinlich wieder Sief sein wird. Massiv. Oh. Ja. Ja, das war jetzt klar. Da habe ich mich jetzt echt zu hardcore reingewagt. Aber ich weiß diesmal so in etwa, wo ich lang muss. 20.000 Seelen, krass. Ja, ob ich Sief heute nochmal besiegt kriege oder nicht, das ist jetzt natürlich die hochheilige Frage. So, ich überlege jetzt gerade. Ich glaube, den Typen da oben, den brauche ich zwingend gar nicht mitnehmen. Ich glaube, der ist nur wichtig, wenn man ihn halt einfach mal töten will. Okay, sind sie beide unten. Okay. Ja. Gut, so kann man es natürlich auch machen. Ne, das ist die einfache Variante. So, jetzt muss ich gucken. Ah, verdammt.
So. Geronimo! Wow, da kommt voll der Zauber hinten in meinen Rücken rein. Spell in my back. So, diesmal nervst du mich nicht hier. So. Oh Gott. So, du darfst mich auch nicht. Bombs. Oh Gott. Boah, der Typ da hinten, der regt echt auf. Ja, man soll ihn mit Fernkampf killen. Die Frage ist nur... Ja, das ist ein etwas längerer Kampf. Ah, da hinten ist schon der nächste Bogenschütze. Und ausgewichen. Nein, doch nicht. Scheiße. Ich wollte ausweichen. Oh Gott. Oh, ich habe Bleeding. Alter, nein. Die falsche Waffe. Es gibt nichts Schlimmeres für mich als die falsche Waffe. Oh, meine Seelen. Okay, back again, my friend. Und noch 5 Estus-Lakons, das ist echt voll viel. Das ist bestimmt ausreichend für den nächsten Bosskampf. Ich glaube, damit mache ich Sief total kalt. Aber ich check erstmal, ob man da drüben irgendwie diesen komischen Magi-Fuzzi nochmal platt machen kann. Okay, da ist irgendwo noch so ein Bogenschütze. Ich höre ihn. Ah, da drüben ist er. Und da. Dann nehme ich mir erstmal dich vor. Frei nach dem Motto, mit irgendjemand muss man ja anfangen. Also bist du der Erste. Das könnte jetzt echt ein bisschen schlauchig werden, weil... ich komme erstmal gar nicht rüber. Ich muss noch eine Ebene höher. Aber wie? Ah, guck mal hier. Ah, so kann man sich ein bisschen hier rumdrehen. Ach ja, sehr geil. Ein sehr cooler... Oh Gott, und es geht weiter und weiter und weiter hier in diesen Archiven. Ein echt nerviges Level. Zumal ich nur noch 4 Flakons habe. Was zugegebenermaßen jetzt echt nicht so viel ist. Ach cool, das Schild deflektet echt super alles. Ich verliere nicht mal Ausdauer durch die Haltung. So geil. Ah, da ist der Bossnebel da unten. Ich sehe ihn schon. Und was ich über Sief schon weiß, Sief kann verfluchen. Diese Kristalle, die er macht, oder er hat, die können verfluchen. Das weiß ich jetzt schon. Nee, ist doch nicht der Bossnebel da. Sah nur so aus wie der Bossnebel. Ich glaube, ich muss jetzt hier so drauf, oder? Ja, ich muss hier drauf. Das war eine gute Sache. Jetzt gucken wir erstmal hier. Oder bin ich jetzt nur dumm und es ist exakt... Nee, ist es nicht. Ich bin nicht dumm. Ich musste hier wirklich drauf. Und da hinten ist noch eine Truhe. Es scheint sogar eine echte zu sein. Jupp, sie ist echt. Zauberei, Zauberschild, stark.
Ja, da unten, genau, da ist der Bossnebel. Oder ist es nur so ein Praise the Sun-Ding? Ich weiß es nicht. Versuch's mit. Das Teil ist doch kein. Entweder das oder ich laufe jetzt einfach nur rückwärts, kann das sein? Ja klar, versuch's mit Distanzkampf. Ich laufe einfach nur gerade böse rückwärts. Ja genau. Ich war hier schon richtig. Ich muss hier nur nochmal drehen, oder? Ich bin gerade irgendwie totally lost. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich schon mal war, wo ich herkam. Ah, nee, das ist neu. Das ist neu hier. Das kannte ich so noch nicht. Blauer Brocken. Sehr gut. Ja, jetzt wäre eigentlich ein Bonfire ganz nett und auch irgendwie angebracht. Ist jetzt alles ein bisschen ramponiert. Ich wette, da lang kann man, wenn man hier den Hebel zieht. Das ist... Ah, guck mal, hier hinten ist das eigentliche Bonfire, wo wir vorhin schon waren. Genau. Das ist quasi eine Abkürzung, die wir es damit aktiviert haben. Und weil ich einfach so eine coole Sau bin, habe ich jetzt direkt genutzt, um mich nochmal voll zu heilen. Es ist schon geschickt aufgebaut, dieses Spiel. Das kann man nicht anders sagen. So, mit ein bisschen Glück kommt jetzt unser Kumpel auch gleich hier runter. Mit ein bisschen Glück. Kann aber auch sein, dass nicht. Aua. Dann kriege ich hier erstmal... Alter, habe ich jetzt gerade abgelost. Oh, 30.000 Seelen. Nee, die sollte ich... Ich sollte nochmal schnell Punkte verteilen gehen. La 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 la. Oh, da hockt gerade jemand. Aufsteigen. Ja, ich habe einen Zauberei-Slot, sehe ich gerade. Kann ich das mit diesem Schild da irgendwie verbinden? Geht das ganz kurz mal? Zauberei einstimmen. Explosive Wucht. Naja, da brauche ich irgendwie eine Zauberwaffe. Starker Zauberschild. Was machst du denn? Verbesserte Version von Zauberschild. In der Drachenschule von Winheim ist es nur Schwertkämpfer mit Spezialauftrag gestattet, diesen Zauber der Großschilden vorübergehenden Stärke. Achso, vorübergehende Stärke. Das ist mir jetzt nicht so viel. Giftnebel. Das könnte ich zum Beispiel machen. Ein bisschen Giftnebel schießen. Geht das? Ich stimme mich mal auf. So. Und ich packe jetzt noch einen Punkt in Stärke. Brauche ich nicht mehr, weil meine Waffe skaliert nicht mehr mit Stärke. Mit was skaliert denn meine andere Waffe? Womit skaliert denn... mein Quellack. Womit bist du denn so zufrieden? Quellack, Quellack, Quellack. Du machst dich gut mit... Oh, sogar auf B machst du dich ganz gut mit Beweglichkeit. Ja, dann skillen wir doch einfach Beweglichkeit weiter. Ne? So. Und 8000 Seelen, die sollte man noch irgendwie noch nutzen. Naja, aber jetzt erstmal gerade nicht. Für den Giftnebel brauche ich auf jeden Fall noch eine Zauberwaffe. Ja, können wir irgendwann mal machen. 11 Flakons habe ich, weil gerade neben mir einer entzündet hat. Ach, super.
Good guy.